Das Modell, eine Flash Ultra, hat eine Spannweite von 1,90 Meter, wiegt 10 Kilogramm und wird von einer JetJet P100 angetrieben. Die Turbine leistet etwas mehr als 10 Kilogramm Schub. Im Klartext bedeutet dies Steigen unendlich. Schubleistungsverhältnis größer als 1:1. Ja, die Mäuse haben gerade einen Stahlhelm aufgezogen. Ja, die Mäuse auf der anderen Seite auch. Der Verbrauch so einer Turbine, Leistung kommt natürlich nicht von ungefähr. Da sind überall größere Tanks eingebaut, mehrere Liter. Der Verbrauch dieser Turbine pro Minute sind ca. 350 Milliliter im Vollgasbetrieb und nichts anderes sehen wir hier. Also pro Minute gehen hier 350 Milliliter. Durch den Abgasstrahl, wenn er 3,5 Liter Tank hat, dann reicht es genau für 10 Minuten, dann kommt er aber völlig trocken hierher gelandet. Also hier bei den Modellfliegern ist es ganz einfach, je lauter der Applaus und je lauter das die Grille, umso tiefer fliegen die Piloten, das ist ganz einfach und da reagiert der Fritz Wiedemann ganz besonders drauf. Also das ist noch nicht genug. Da geht noch mehr, da ist noch was drin. Ja, da müssen sogar die Mäuse die Beine noch einziehen. Aber auch er hat einen Timer im Sender. Der Fritzi weiß genau, wann es soweit ist. Bei digitalen Fliegen on-off. Vollgas eben 350, 10 Minuten. Dann sind 3,5 Liter durch, er hat das Fahrwerk ausgefahren, die Klappen gesetzt und man sieht, es geht auch langsam. Das war jetzt quasi das Warm-up von Fritz Wiedemann, den sehen wir später in jedem Fall nochmal und dann bestimmt noch tiefer. Sehr eindrucksvoll und das wird mit Sicherheit entweder ein Rasen- oder Asphaltknutscher. Ein Rasenknutscher. Fritzi, hast du gut gemacht. Im Übrigen, das Bier unter Bar schmeckt genauso, wie der Fritz fliegen kann.